wollte ihm sagen, was schießt denn da? Aber klar, ist ja hier. Ist ja unsere Geschützstation, ist das. Die Geschütze laufen heiß in der Verteidigung um die Balkan Base. Und... Habe ich irgendwas gedroppt eigentlich oder so? Ich muss gleich mal gucken. Bin direkt hier vor dem Assembler gestorben. Da liegt doch irgendwas. Ich guck gleich mal. Hier liegt mein Schweißgerät, liegt da. Das war's. Das war's. Traurig. Sonst ist nichts von mir übrig geblieben. Nimm mit, vielleicht brauchen wir ja irgendwann noch eins aus irgendeinem ganz stumpfen Grund. Das ist tatsächlich relativ schade. Ich finde, wir bauen uns jetzt Maschinengewehre und schießen mit Maschinengewehren auf den nächsten Meteoriten. Da wirst du ja bekloppt von. Wär mal gespannt. Also dürfte auch eigentlich nichts bringen, aber wer weiß, wer weiß. Suit Energy. Nie vergessen, Suit Energy ist wichtig. Suit Energy. Ja. If you want Suit Energy, you go get Suit Energy. It's good for you. Oh, you wanna buy a watch? It's good watch with Suit Energy Functionality included. Was? Was ist das denn für ein dickes Geschütz hier? Achso, ist ein normales Geschütz. Krass. Ein dickes, normales Geschütz ist Gatling das. Turret. Oh, da ist schon wieder so ein Ding im Anmarsch. So ein hässliches Ding. Echt? Schon wieder? Ja. Scheiße. Wie weit dieser Laser geht von dem Turret. Sache kaputt machen. Die Construction Components sind recht schwer, ne? Ja. Was ist denn hier los, Leute? Boah, ich bin auch dumm. Oder nicht? Sonst nicht viel los, oder? Nee, ich bin mir nicht gerade sicher. Ganz. Blah. Nee? Ich bin mir nicht auch gerade sicher. Das wollte ich einfach mal gesagt haben. Das geht mir aber oft so. Ja, manchmal sagt man so Zeug und dann ist es halt einfach, ne? Ja, und dann ist es plötzlich und dann geht aber und dann ist das auch wieder anders. Ich bin voll. Hm. Ui. Ich baue jetzt nochmal alles um, weil ich es kann. Alles? So, ja, alles. Also einfach prinzipiell alles. Die ganze Station baue ich um. Gefiel mir so nicht. Plöpp, da fällt er runter. Soll ich den Conveyor hier auch bauen? Ich habe gerade zufällig Conveyor Components bei, der hier neben mir steht. Das gerne machen. Ich habe gerade zufällig alles dabei. Ja, dann bau mal hier fleißig. Boah, wie vielleicht es ist, im Creative-Modus diese Conveyor-Dinger aufzubauen. Ja, das ist natürlich auch einfach zu probieren und sowas. Ne? Ja, genau. Und hier ist immer so ein Fehler und hast schon 300 Stunden Lebenszeit verloren. Würde ich sagen, was das ist. Nee. Egal. Ne, das wolltest du einfach gesagt haben, ja, richtig? Ja, Hauptsache egal, das ist das Wichtigste. My salvation is that I never too many interest in anything. Wenn das Fiese hier ist, also einfach mal macht einen kleinen Fehler und es ist schlecht. Ja, aber du kannst doch, also ist doch äquivalenter Austausch hier, was du aufbaust, Gesetz der Erhaltung der Masse und so. Genau, wie bei Full Metal Alchemist. Ja. Ne? Oder im Chemieunterricht. Wie im Chemieunterricht, wollte ich eigentlich sagen. Ja, nee, aber eigentlich wolltest du was anderes sagen. Habe ich da aber nicht. Bloß, du weißt das bloß. Ja, Equivalent nicht. Exchange und so. Ich habe das gesehen. Auch nicht gelesen. Ich habe es auch gesehen. Kein Mensch, der. Nee, gelesen habe ich. Ich bin ja kein Mangoid. Das hört sich falsch an. Jetzt machen wir den hier unten, dann dürfte es fertig sein. Ich überleg gerade, ich glaube, die einzigen Mangas, wo ich mal ein paar von gelesen habe, war Dragon Ball. Nee, ich habe Full Metal Alchemist gelesen, bis dann, wer auch immer die hatte, bei denen ich sie gelesen habe, keine weiteren mehr hatte. Ja, genau so war es bei mir auch. Das war in Frankreich, ich habe die sogar Französisch damals gelesen. Ich hatte die eigene, ich habe die immer bei ja, David gelesen damals. Das war mir auch immer zu teuer. David kennt man nicht, aber ist egal. Steel Plate, gehst du mal hier, Steel Plate, haben wir doch wohl irgendwo. Komm, Kinder. Kinder, Mensch, gib mir Steel Plate oder ich schreie ganz, ganz laut. Steel Plates, ich bring gleich ganz viele mit. Ja, nee, ich hab jetzt selbst schon, danke. Ich will deine Steel Plates. Oi, bleib stehen. Du Stück Schiff. Du Stück. Es macht sich von dannen langsam, aber sicher. Sehr schön. Hörst du eigentlich wieder Metal?
Wieder? War das hier oder war es bei Minecraft, wo du letztens Metal gehört hast? Nee, das war bei Minecraft, weil Minecraft so ein Spiel ist, wo ich finde, dass man sich das Spielerlebnis etwas interessanter gestalten kann. Durch schöne Soundtracks, ne? Ja, genau. Wir sollten auch mal anfangen, so lizenzfreie Musik zu spielen oder sowas. Mal einfach eine Playlist machen. Ja, pst, warum kann ich dieses Ding nicht bauen? Pst! Geh mal weg, ja. Was, warum? Welches Ding wolltest du denn bauen? Ich wollte hier dieses Ding bauen und es geht nicht, weil da so ein Stück verlichtern Tee, weil da Interior Plates rumliegen, die ich nicht aufheben kann. Das ist ärgerlich. Boah, ist das alles hier gerade ein... Scheiße, meine Energie ist leer. Ist das ein Haufen Sachen gerade? Das ist anstrengend. Na, ganz unschön. Jetzt mein Sack auch wieder voll. Warum laufe ich eigentlich die ganze Zeit mit diesen Radio Components rum? Was ist das denn? Achso, das sind Steel Plates, die da liegen. Scheiße, das ganze Schiff verteilt sich gerade übers All. Ist das geplant gewesen? Sicher. So, die neue Allumverteilungs... Boah, was hier alles rumliegt. Boah, Lumpfer. Nee, ich gehe jetzt weg. Ich kann nicht mehr. Power! Bau ist fertig. Refinery 2, incomplete. Gatling Turret 2 ist jetzt Gatling Turret 1. Aber man könnte den Radius ein bisschen kleiner machen davon, dann würde das nicht immer alle seine Munition direkt verschießen. Kann man das machen? Ja. Ja, mach mal. Hab ich getan. Das hast du gut gemacht. Danke. Ja, finde ich auch. Ich hab Zeug für den Cargo-Container dabei. Witze. Bedienst du dich eigentlich mal? Ich drück mal die ganzen Construction Components und so, tue ich immer da genau, rein. Genau. Bist du gerade hinter mir oder was? Ich bin gerade am Cargo-Container und fülle nach. Genau, und ich bin jetzt kurz davor, wenn es gleich lebt, wenn mein Experiment geglückt ist, dann müsste man jetzt gleich, hoffentlich, sonst schreie ich ganz laut. 180 Steelplates reingepackt gerade. Es klappt. Wie cool ist das denn? Ein Conveyor? Ja, wir können... Oh, warte, können wir jetzt tatsächlich... Ich glaube schon. Ja, wir können jetzt tatsächlich von... Geh mal ans große, warte mal. Wir können jetzt wegen den Conveyern, wenn ich mich nicht komplett irre, die Sachen fernsteuern und umschieben und so. Was passiert, wenn du dich nur ein wenig irrst? Wie sieht das Szenario aus? Dann schrei ich ganz, ganz laut. Das hörst du dann schon. Aber da ich gerade nicht schrei, werde ich mich wohl nicht geirrt haben. Ist das nicht schön? Auch die Reste hier aufsammeln. Wir haben tatsächlich gleich dieses große Schiff komplett verwertet. Also ich finde ja dafür, dass das Spiel eine Alpha ist, ist das schon echt sehr schön ausgearbeitet. Ja, vor allem, also bis jetzt auch, gut, ich weiß immer noch nicht, ob das ein Bug war, aber ansonsten, bis also als ich da explodiert bin damals, ja. In der Folge plötzliches Ende, ansonsten keine Bugs. Ja, also ich meine, gelegentlich gehen Sachen so einfach kaputt oder so, aber das könnte echt gewollt sein. Ja, wir wissen ja nicht, vielleicht machen wir einen Fehler oder so. Ja. Würde ich durchaus nicht ausschließen. Nee, bei uns nicht. Ich finde es auf jeden Fall ziemlich geil. Das ist ein sehr cooles Spiel. Extrem gemütlich. Ja. Obwohl, Außer wenn dann diese ganzen Asteroiden alles wieder schrotten. Auf der einen Seite natürlich sehr ähnlich zu Minecraft. Genau. Auf der anderen Seite doch was Eigenes. Und ich mag es ehrlich gesagt lieber als Minecraft. Deswegen laufen die Let's Plays auch sehr friedlich nebeneinander bei uns. Genau, weil es im Prinzip dasselbe Spiel ist. Wo man auf das eine keinen Bock mehr hat, spielt man das andere. Ich finde Minecraft natürlich, also ich finde Minecraft ein bisschen gemütlicher, muss ich sagen. Ja, aber ich finde das hier irgendwie schöner, also. Ja, du hast auch kein Texture Pack installiert. Stimmt. Nein, aber ich finde es irgendwie insgesamt. Ja. Insgesamt finde ich schon. Also ich muss sagen, wenn ich mich zwischen zwei Spielen entscheiden müsste für die einsame Insel, würde ich Minecraft nehmen. Im Moment noch, auf jeden Fall. Ich würde Space Engineers nehmen. Das ist gut. Dann haben wir nämlich beide Spiele und können weitermachen. Genau. Falls wir nur eine Kopie jeweils haben sollten. Gut, dann können wir zwar nicht mehr zusammenspielen, aber... Aber dann können jeder... Wäre auch eine schlechte einsame Insel, wenn man da Internet hat, ne? Vor allem, du gehst davon aus, dass man auf einer einsamen Insel zu zweit ist. Also ist die Insel eh nicht mehr einsam. Vor allem, wir sagen jetzt zwar bei jedem vor allem, aber
selbst wenn man das Spiel hat, dann heißt das ja nicht, dass man Strom und einen Rechner hat, ne? Also ich finde, wir haben es schon richtig gut drauf. Wenn wir eine einsame Insel haben, dann mit Spiel und Rechner und Strom und ganz chillig irgendwie, ohne Leute, die wir nicht mögen. Anstelle von Chris Roberts würde ich jetzt das ganze Geld von der Kickstarter-Kampagne für Star Citizen nehmen und mir dann eine Insel kaufen und mich zurückziehen. Also falls ich euch irgendwann mal ein Kickstarter-Projekt anpreise, gebt mir am besten kein Geld. Das waren wahre Worte von Nils GmbH. Und hier könnt ihr... Und Bacon KG. Genau. Und wir sind übrigens nur so eine Schattenfirma für diese Kickstarter-Projekte. Demnächst wird... Was ist denn das hier? Ich hab doch... Boah. Muss natürlich nochmal dazu sagen, wir verdienen kein Geld mit unseren Videos. Wenn jemand uns Geld dafür geben möchte, dass wir hier Produkte anpreisen, dann werden wir das sofort Geld tun. Ja klar, also wir sagen nicht nein. Hier, da könnt ihr oben raufklicken bei das Bacon und einfach sagen, hier, ich will euch Geld geben. Was ist denn jetzt mit deinem Conveyor-System da? Das läuft fertig. Schon. Funktioniert ja, das auch? Das funktioniert, das beide funktionieren. Very nice. Ich baue jetzt gerade eine Treppe, damit es cool aussieht. Nice. Komm her. Ich komme sofort. Das baue ich noch ab. Und das noch. Schon eine relativ stumpfe Folge, aber es ist egal. Was ja, ist denn hier? Bei mir passiert gerade ganz viel. Spotlight. Guckt bei mir. Ich film zwar nicht, aber guckt bei mir. Ich möchte mal so einen Rotor bauen und dann da so zwei Pointlights oder sowas drauf bauen und dann so quasi so einen großen Alarm bauen oder sowas. Ja, aber Rotoren, die explodieren unglaublich leicht. Ja. Also da. So auf der Station oder sowas, da können die sich ja nicht bewegen. Ja. So, wo bist du denn? Wo? Ich bin da, wo ich hingehöre. Wo kann ich denn jetzt hier was. Was funktioniert denn jetzt hier? Was kann man jetzt machen? Du kommst jetzt hier, siehst du die Treppe? Ja. Latsch mal die Treppe hoch, geh mal da rein. In also den Cargo-Container oder was? Genau, geh mal in den Cargo-Container und von da aus kannst du jetzt alles steuern. Oh, das ist super geil. Gut, das heißt, ne? Ich kann das hier direkt... Oh, ist das super. Das ist tatsächlich grandios. Hm. Kann der Assembler sich jetzt auch die Sachen aus dem Cargo-Container nehmen? Genau, ich weiß nicht, ob es voll klappt. Vielleicht muss man es auch per Hand machen, aber eigentlich müsste er es allein können. Weil es halt alles miteinander kombiniert ist. Hast du es mal ausprobiert? Einfach. Probier's mal. Moment. Nee, also es müsste klappen. So. Also wenn ich jetzt hier auf Production gehe und ich möchte sagen, warte mal, was ist denn hier im Assembler? Das ist sowieso nichts drin, oder? Außer so Ingots und so. Ne, genau. So, der ist auch relativ voll. Ich würde ja gleich gern mal, wir sollten mal neue Munition bauen hier. Ach, der packt dann ja sowieso direkt die Sachen da rein, das ist ja untergegangen. Also ich baue mal Munition, wenn du darum philosophierst. Ja, mach das, das ist gut. Also was du auf jeden Fall machen kannst, du kannst jetzt zum Beispiel vom Assembler die Sachen, von der Refinery die Sachen direkt in den Assembler schieben. Ja, man muss sich nur noch vor den Cargo-Container stellen, kann von genau, da aus alles machen. Das ist passiert alles. Richtig und das, geil. Das war es doch eindeutig wert, oder nicht? Das war es auf jeden Fall wert. Auch wenn bei der Station hier oben irgendwie schon wieder mehr kaputt ist, habe ich das Gefühl. Ja, aber wir kriegen es jetzt ja leichter heil. Und vor allen Dingen, ja, Katastrophe. Das aber ist wirklich nicht mehr schön hier. Ich muss mal neue bauen hier, ne? Wenn ich jetzt wüsste, wo bei dem Ding hier der Eingang ist, dann könnte ich hier auch schon... Tim hat seine erste Freundin. Was? Nein, wenn ich wüsste, wo bei der zweiten Refinery der Eingang ist, oben für den Conveyor, dann könnte ich den auch schon bauen. Aber so wie es ist, weiß ich das leider nicht. Und ich... Oh, was brauchte ich jetzt nochmal? Steel Plates. Probleme über Probleme. Alles ganz, ganz schlimm. Ganz, ganz schlimm. Furchtbar. Stressig und mein so. Mein Anzug ist gleich schon wieder leer. Hm. Schlimm. Dann kriege ich nicht mal mehr diesen Block hier fertig, oder? Schaff ich doch, das schaffe ich noch. Oder? Oh, oh. Es ist vor allem mega gemütlich jetzt einfach in Cargo-Container alles. Es ist, boah, ich freue mich gerade, dass es so klappt. Es ist echt schön. Jetzt ist es auf jeden Fall toll geworden. Schon eine richtige Station. Ja, die auch wirklich die Arbeit erleichtert. Sind, aber, boah. Ist die Munition schon oben reingepackt? Ich guck grad, wo ist sie denn? Also ich finde das Menü, das kann... Haha, ich habe deinen Wink verstanden. Tim, es ist egal, wo die Munition ist, denn du kannst sie von überall rausholen.
Das wolltest du doch hören, oder? Ja, da, ja, ja, nee, ja, ja, natürlich, natürlich. Dank natürlich. Deines Conveyor-Systems. Du bist dank voll der Ingenieur hier. Du hast den Bohrer gebaut, du hast das Conveyor-System gebaut. Das ist endlich mal ein Spiel, das ich beherrsche, sonst bin ich immer so voll der Ober-Trottel einfach. Ich glaube, das liegt auch ganz einfach nur daran, dass es hier keine Lava gibt, in die du fallen kannst. Ja, genau. Also es ist halt, und wenn man stirbt, ist es einfach egal, so bis zu einem gewissen Grad. Ja. Weil man so kleine Inventare hat. Also deswegen würde ich persönlich für mich immer dieses Spiel über Minecraft nehmen. Weil ich hier tatsächlich gut bin und nicht schlecht. Das kann ich jetzt auch wirklich gut nachvollziehen gerade. Weißt du, das ist so ein Spiel, da baue ich so lauter cooles Zeug und hier da bin ich nicht einfach die ganze Zeit tot und schlecht. Viel für meinen Geschmack. Irgendwo höre ich gerade wieder Knalle, Knalls. Was ist der Plural von Knall? Knüll. Knallii? Knallei? Ich glaube Knülz oder sowas. Ist Knüllste. Knös. Hast du ein bisschen Knös? Was hat denn? Nur Mömmes. Knülzen sie schon oder leben sie noch? Boah, vor allen Dingen, ich weiß ja nicht, wie es bei dir mit der Grafik ist. Ich finde diese Reflexion auf den Conveyor Belts richtig schön. Wenn du wissen willst, wie es bei mir mit der Grafik ist, guck dir einfach eine Folge an. Ja. Was auf den Conveyor Belts? Stell dich mal davor und beweg dich mal und guck dir einfach mal die. Ich weiß nicht, ob du sie siehst halt. Hier, bei denen hier. Diese. Wo bist du denn? Wo ich gerade vorstehe. Ah, da. Stell dich mal davor. Ach so, diese. Sieht super geil aus, finde ich. Das ist einfach nur 20x20 Textur, die da drüber gezogen wird, oder? Ja, aber du kannst auch da hinten durchgucken und alles, also. Wo ist denn wieder eine Beule drin? Mumumum. Furchtbarer Wettlauf gegen die Zeit. Ich freue mich einfach, dass meine Grafik so schön ist, weil ich das nicht gewöhnt bin, schöne Grafik zu haben. Das kenne ich nicht so. Und es ist so wunderschön. Und wie viel Freude der Tim noch aus seiner Grafikkarte ziehen wird? Und das erfahrt ihr in der nächsten Folge, weil ist so. Richtig. Oder nicht? Genau. Ja, ist wirklich so. Ist wirklich so.